Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, es ist mal wieder Nacht und eine unserer Raketen startet oder können wir gleich wieder zum Landen bringen. Hier tauschen wir wieder Ressourcen aus, damit wir Nahrung haben. Und der hier bringt noch ein paar andere Ressourcen mit. Dann lassen wir den gleich mal landen. Dann sollten wir langsam wieder auf Kurs kommen. Was macht der Freund hier? Der soll weiter Ressourcen sammeln. Was macht denn der? Das ist doch nicht so schlimm. So, jetzt kommt der runter. So, ich werde jetzt hier mal ein bisschen planieren. Weil es, glaube ich, gar nicht schlecht tut unserem System. Kann man das vernichten? Geht das? Naja, das ist was anderes. Ich bräuchte... Kann ich halt so Steine machen, aber ich muss das hier irgendwie entfernt kriegen. Magst du dich hier dran bitte beteiligen? Wir bauen gleich ein paar neue Gesteinslager. Einfach ein paar irgendwo hin platzieren, damit wir ein bisschen Platz dafür haben. Zwei Anomalien wurden gefunden. Oh, schau mal hier. Im Extraktor. So, was macht er? Er ist immer noch nicht voll, ne? Wo ist er? Unser Extraktor wurde vernichtet. Das ist mal eine ganz uncoole Sache. Direkt Anomalie scannen. Scannen diese Anomalie. Was soll denn das jetzt? Die Macht der drei. Spur ist verschwunden. Die Verbindung zu einem Betonextraktor ist abrupt abgerissen. Wartungsanfragen wurden mit einem statischen Geräusch beantwortet. Das Ereignis war ganz anders, als es sich die Sicherheitsprotokolle vorhergesehen haben. Orbitale Scans des Standorts haben keine Beweise für die Existenz einer riesigen Struktur geliefert. Nur einen Würfel, eine Würfelmatrix, wo der Extraktor hätte stehen sollen. Der Extraktor wurde von einem Würfel zerstört. Anomalie ist am Standort aufgetaucht. Dann suchen wir das mal. Schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Vielleicht können wir mit einem von euch einen guten Handel machen. Wir schicken 50 davon oder 50 davon. Na, da sind wir leider draußen, mein Freund. Aber wir können euch sicher ein bisschen Technologie stehlen. Ein bisschen Technologie stehlen ist gleich gar nicht blöd. Dem wird das Edelmetall rausgeholt. So, wo ist denn der... Da ist der Roboter. So. Du bist voll. Dann lad mal hier alles aus. Und dann sollten wir mal gucken, ob wir hier nicht noch eine größere Kuppel gebaut kriegen.
Sollte hoffentlich hier passen. Zwei Dingsbohren, okay. In der Zukunft können noch mehr Gebäude einstürzen. Es ist eine vorgängige Forschung zur Verfügung gestellt worden. Was? Eine Forschung dafür? Die Spontaneous High Energy Practical Interceptor Deflection Technologie ermöglicht es, unsere Sensorentürme zu der schwarzen Würfel aufzuspüren und ihnen an einen sicheren Ort zu leiten. Das ist vielleicht doch aktuell wichtiger wie der Rest. Scannen wir kurz hier hinten bitte. Können wir den bitte abbauen? Zerstören. Wir haben gleich mal 1000 Forschungsfortschritt erhalten. Ist natürlich genial. Schicken wir den wieder runter, dann guckt man in die Forschung rein. Da haben wir noch wenig. Shuttle-Tempo wird um 33% erhöht. Holy shit. Da können wir die ganzen Rover dann bauen. Wasserverbrauch von Kuppeln wird um 50% reduziert. Holy shit. Und guck mal, wie grün das hier schon ist. Die Temperatur passt schon mal bei 11%. Wir können gleich zu den nächsten Kollegen. Keine gelandete Rakete. Achso, ich habe die noch nicht gelandet für die, oder was? Sollte es nicht bitte weiter ausladen? Abreisende Kolonisten, okay. So, guck mal nach da hinten bitte schnell mit mir. Innen haben wir bestimmt noch ein paar Ressourcennester. Die musst du dir bitte vornehmen. Wenn das Ding steht, haben wir schon mal einen Großteil der Miete gemacht. Ja, wir kommen auch immer besser ran. Schatz. So, dann können wir hier nicht auch endlich wieder unseren Betonextraktor bauen, den die uns sehr schön vernichtet haben. Das sind auch schon einige Würfel. Alle zur Zerstörung freigeben. Das ist ungut, wenn hier so viele Würfel stehen. Kann ich die nicht einfach so auswählen oder so? Nee, geht nicht. Zerstört die Würfel um jeden Preis. Mir scheißegal, ob wir die Ressourcen verlieren oder irgendwas. Die müssen einfach weg. Alles, was in der Nähe als Würfel steht, wird einfach vernichtet. Drohnen sind überlastet, neue Handelsoptionen, wenige Ressourcen. Sonst haben wir aktuell, glaube ich, keine Würfelprobleme mehr, ne? Bauen auf jeden Fall die Ressourcen ab. 27 Kolonisten haben Heimweh. Er macht schon wieder nichts. Wo ist er denn? Mein Freund, hier sind noch so viele Ressourcen. Kann man dich nicht so auf automatisch suchen stellen? Ship it. Ermöglicht unseren Sensorentüren. Okay. Das ist gut. Bitte gleich das. Ja, das mit Polymer ist aktuell so ein Problem. Keiner kümmert sich um die Polymerproduktion. Da werden auch extrem große Probleme mit Nahrung. Die Macht der 3 Uhr. Die geheimnisvollen Gesetze zu verstehen, die das Verhalten der Würfel definieren, ist wie die Suche nach dem Nadel im Heuhaufen. Eine absolute Dunkelheit.
Trotzdem haben unsere Wissenschaftler zumindest ansatzweise verstanden, warum sich die Würfel manchmal in unseren Gebäuden materialisieren. Wie es scheint, schickt ein kryptischer Algorithmus nach Tychanon-Puls auf das Gebiet, wo sich der Würfel materialisiert. Wenn sich der Tereshkau-Strahlenmessungen innerhalb einer bestimmten Grenze befinden, erscheint der Würfel genau an dieser Stelle. So vermeiden es die Würfel, in Felsen aufzutauchen. Tatsächlich haben unsere Messungen ergeben, dass noch nie ein Würfel in einem Objekt mit hoher Dichte erschienen ist. Die Dichte unserer Gebäude ist deutlich geringer als die der monolithischen Felsformation auf dem Mars. Wir können unsere Sensortürme so modifizieren, dass sie einen künstlichen Tereshkau-Effekt erzeugen, indem sie Gebiete um unsere Gebäude mit Partikeln beschießen, die harmlos für unsere Kolonisten sind, aber dennoch verhindern, dass die Würfel unsere Kolonie bedrohen. Sensortürme schützen jetzt nahe Gebäude vor schwarzen Würfeln. Oh. Dann sind wohl Sensortürme ab sofort so eine Nummer 1, die produziert werden sollte, muss. Dann sollten wir jetzt Sensortürme produzieren. Und nicht zu wenige. Vor allem in Gebieten wie hier hinten wäre das eine absolute Katastrophe, Sachen zu verlieren. Hier zum Beispiel auch. Die Rakete soll jetzt bitte... Nein, die soll bitte nach Hause kehren. Kehre nach Hause. Nervenzusammenbruch steht. Seht mich an. Nach einem Nervenzusammenbruch ist ein Opfer zu einer Luke in der Kuppel gerannt, hat einen Raumanzug angelegt und einen Rover geklaut. Zeig mir den Feind, Joe, wichtig. Er wird meine Wut zu spüren bekommen. Bella möchte offensichtlich, dass du ihm ein Ziel vorgibst. Wurde gerettet. Ah, wir konnten sie retten. Gut. Das ist gut. Was fehlt denn hier noch? Fehlt nichts. Sektor scanned. Haben die gerade so viel zu tun oder was? Das ist ja brutal. Da werden die Toten dann zu Nahrungsmitteln umgewandelt. Ich sollte dann hier vielleicht noch mal ein bisschen was fortfahren dann lassen, aber okay. Dann tun wir das hier noch weiter planieren. Ebenen. Du kannst auch wieder mithelfen. Wir planieren alles, was nicht neat und nadelfest ist. Research complete. Dann wird Tiefen scannen, wir können tiefere Vorkommen finden gemacht. Dann machen wir noch ein intelligentes Haus. Raffinierende Fabriken leisten um 20% erhöht. Das ist natürlich genial, kostet auch 10.000. Holy shit, jetzt wird's teuer. Was fehlt denn hier? Ach, es hat noch Metall gefehlt, okay. Schau mal, da ist irgendwo die Auffahrt und da sollte bestimmt noch ganz viel Metall rumliegen. Gab es hier nicht noch was zu erforschen? Hier hinten gibt es aber noch was zum Erforschen. Eine Kuppel hat keine Lebenserhaltung. Ja, okay, die ist auch erst gerade angekommen, Leute. So funktioniert das nicht.
erstmal rühren. Da gehen wir diesmal von da aus. Genauso mit dem Strom gehen wir von da aus. Da steht jetzt auch noch eine Polymerfabrik, aber es gibt halt keine Arbeiter dafür. Wir brauchen jetzt zum Beispiel viel mehr Wohnraum. Wir haben zwar 36 freie Plätze, aber zum Beispiel nicht wirklich genug, die arbeiten gehen. Liegt vielleicht auch daran, dass 26 Abtrünnige da sind. Akzeptieren wir doch gleich mal. Ein abreisender Brich. Hippie. Urlaubsbewertung. Urlaubsort Russland. Was? Wir sollten mal eher unser Netz an Kuppeln verbessern. Genauso wie wahrscheinlich hier. Eine große Kuppel. Haben wir das schon, eine große Kuppel in dem Fall? Mal gucken. Ich bin mir sicher, ich hatte eine zweite Kuppel. Hier. So eine Kuppel auch gar nicht schlecht. Von der aus wir dann mehrere verbinden können. Aber hier ist wieder unebenes Terrain, wie es scheint. Wie soll denn das gehen? Für was ebne ich denn hier den ganzen Scheiß wieder? Ebne mal den ganzen Shit. So. Das ist wieder voll, der kann hier wieder entladen anfangen. Sektor scanned. Wir haben minus 2 Wasser aktuell. Warum das? Warte, ihr braucht neue Lager dafür. Ja, da seid ihr jetzt nicht natürlich so gut aufgestellt. Jetzt kriegt ihr Mittelverstärkung hier oben. Was kann ich denn machen für dich? Meine Kuppel fühlt sich überbevölkert an. Gut erholt, das wurde geschlossen. Ich habe ungekochte Mahlzeit gegessen. War voll einkaufen. Meine Kuppel fühlt sich überfüllt an. Der Komfort ist zu niedrig. Ich weiß, dass ich jetzt hier zum Beispiel für die jetzt hat hier wieder das hier keinen Strom. Warum auch immer. Das ist halt immer wieder so die Sache, dass ich nicht verstehe, warum bestimmt
Sachen so passieren, wie sie hier passieren in dem Spiel. Akzeptieren. Unsere Nahrung bleibt aktuell stabil, das ist gut zu wissen. Habe ich nicht eigentlich nach da geschickt? Kann es sein, dass er keinen Weg hoch findet? So, dann auch du. Achso, du findest da gar keinen Weg hoch. Scheiße, hups. Ja, dann bist du jetzt mal für kurze Zeit unnötig, wie es scheint. Immer noch so ein Übergang. Achso, der ist noch gar nicht komplett gewesen. Das war das Problem. Aber da passt es eh gut hin. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Seniorenheim. Apartments. Da können natürlich dann große Apartments rein theoretisch. Forschungslabor Olympus Hotel. Da können 4 drin wohnen, da können 24 drin wohnen. Kleines Lebensmittelgeschäft. Lebensmittelgeschäft. Okay. Kleiner Kunstladen. Kunstladen. Verbrauch Polymer. TV-Studio-Werkstatt. Eine Werkstatt mit Reality-TV-Shows für die Adwohner produzieren. Die Arbeiter werden einen Komfort- und Moralboost und werden für die Maschine angerechnet. Generiert Geldmittel und verbraucht elektronisches Gerät. Uff. Amphitheater. Also ich würde hier ein kleines Amphitheater, ein Lebensmittelgeschäft hinsetzen. Dann würde ich mal zurück, du musst dir die Sachen abliefern. Irgendwie sind die hier sehr, sehr beschäftigt. Ein bisschen mehr mal. So, er sollte jetzt Metall liefern. Perfekt. Aber Leute, ich würde sagen, dass es geht weiter in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mich einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.